So, herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute, zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Wir in der letzten Folge haben wir ein bisschen uns mit Nephili und dem Trank beschäftigt und der Frage habe ich jetzt eigentlich Mist gebaut, dass sich Gideon, ihrem zänkischen Vater, das gegeben hat, nicht, dass sie demnächst irgendwie versteinert im Keller hockt oder so und wir dann schuld sind, weil ich wollte ihr Siluvis Trank nicht geben und habe den dann ihrem Vater gegeben. Was ja nicht notwendigerweise eine bessere Idee war. Und jetzt habe ich eben einen Fahrstuhl entdeckt und ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem weiteren Eingang zu Nokron oder wie das heißt. Und der gnädige Herr da hinten sieht aus, als hätte er einen Eingang zu bewachen. Das doch mal geschafft, an die richtige Stelle zu kommen. Nun klang es jetzt aber nicht so, als hätte ich damit was Gutes ausgelöst, aber die Türen sind offen. Und ihr kennt mich, erstmal noch im Umfeld gucken, ob ich irgendwas übersehe. Hier liegt nämlich noch was. Achso. Okay. Da hinten sind auch noch mal Ruinen oder was ist das? Okay, das müssen wir uns dann andermal angucken, sonst seid ihr wieder genervt, weil ich nicht Progress genug mache. An der Einsel. Hier sind aber sehr viele Blutflecken. Aber vielleicht kamen die aus der anderen Richtung. Sieht aber aus nach Totenreich. Was sind denn das für Rieseninsekten da? Einsel. Okay, aber eine Karte kriegen. Achso, ja klar, Karten muss man erstmal finden. Ah. Okay, wir machen hier aber nur eine Stippvisite. Ich wollte gern zu den Türmen gucken. Die Frage ist, was genau ist das hier unten? Und greifen die einen überhaupt an? Das ist die nächste Frage. Die scheinen ja auch unterschiedlich fettgesogen zu sein, ne? Irgendwas saugen die aus, oder nicht? Zauberklimp im Kackdreckenmist.
Das war ja ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnlos ist, was ich hier mache, aber. Wieso kann ich den nicht erfassen? Ich kann ihn nicht markieren. Der ist der Einzige, der freundlich ist, oder was? Alter, stehen die wieder auf gleich, oder was? Ich kann den nicht angreifen, warum? Keine Ahnung. Also, hat jetzt funktioniert. Und ich gehe mal richtig Punkte. Naja, richtig ist, ihr wisst schon. Gut. Was läuft hier? Da haben wir mehr von den Termiten. Und in die andere Richtung. Saufe ich jetzt gleich, weil haha, Überraschung. Okay. Da sind wir offensichtlich von der falschen Richtung gekommen. Magiefett. Zeit für Trauer. Okay. Ist das dieser Eingang zum Mokron? Zu dem Reich? Genug Leichen liegen hier jedenfalls rum für ein Totenreich. Mein Gott, ich bin so ein schlechter Spieler. Oh. Okay. Was, du bist immer nicht tot? Warum? Ständige Weiterlaufen von meinem Controller. Ich habe immer noch keinen neuen bestellt. Es tut mir leid. Wird mich nochmal umbringen. Gut. Das mit den Pfeilen war keine gute Idee. Nein, das ist auch keine gute Idee. Gut, wir haben noch genug magischen Saft.
Huch! Oh Gott! Das, ja. Da kommen ja immer mehr. Spawnen die immer neu, oder? Alter, das macht ja richtig übel Schaden. Ne, macht es gar nicht. Schmiedestein Stufe 3. Kann es sein, dass das... Ne, ich bilde mir das bestimmt nur wieder in meiner Panik ein, dass die... Ne, da kommen wir nicht durch. Aber da quetscht sich bestimmt gleich der Nachwuchs raus. Oh, ich sag ja, da kommt die spawnen immer wieder, oder? Scheiße. Das ist jetzt nur ein Zufall. Oh Gott, dann werden wir da unten auf die Frau Königin treffen, oder was? Die naschen aber von den ganzen Toten, oder was? Wie man so sieht, von einer ganzen Menge Toten, oder? Scheiße, die droppen bestimmt alle von oben. Also es wäre jedenfalls ein sehr angemessener Eingang in eine Totenwelt. Alter, was ist das hier? Alter. Wie sieht sauer aus? Oh, das gibt's noch nicht, verflucht. Okay. Das ist ja dann bestimmt noch nicht alles gewesen. Wahrscheinlich fällt man hier gleich in ein Loch oder so. Boah, also dieser Berg von Resten ist ja wirklich finster. Haben wir den Eingang gefunden? Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir auf der anderen Seite rumkommen? Oder führt das nochmal ganz woanders hin? Alter, wie viel... sie essen nicht alles auf, oder? Sie fressen nur die Haut ab, oder was?
Scheiße, das ist ein Nest. Wow. Da ist die Mama. Alter, was haben wir denn hier entdeckt? Das ist ja finster und vor allem müsste man der Logik halber nicht eigentlich sie als erstes erledigen? Eben eine Runenstufe 10, die wir gekriegt haben dafür. Jetzt haben sie ausgetrickst oder was? Jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Doch, wissen sie. Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Verflucht jetzt. Oh, jetzt hau ich in die scheiß Wand oder was? Ich bin manchmal ein so elender Trottel, wirklich. Ja, ich weiß, ihr seid sauer, ich habe Mami getötet. Mann, ich bin aber auch wirklich schlecht mit denen. Also mehrere davon mag ich nicht, ehrlich gesagt. Die Frage ist, ist das ein endloser Spawn? Schlüpft jetzt noch was aus den scheiß Eiern oder was? Oder ist das vielleicht überhaupt nur die erste Brutmutter? Ich finde diese. Eigentlich müsste man jetzt diese Triggerwarnung anbringen an die Folge. Moment mal, wenn hier ein Loch ist, wo Licht reinscheint. Ach so, Richtung See sind wir jetzt unterwegs. Okay. Jetzt kommt uns bestimmt gleich irgendwas entgegengerannt oder so, weil wir hier nicht ausweichen können. Palastruinen von Uhl. Okay. Das sieht jetzt aber auch nicht aus, als wäre das Mulchrom. Frage ist. Ja, ja, abspringen versuchen, aber das ist so ein Abspringen ohne Wiederkehr. Die Frage ist, kommt man dadurch rein gleich? Wenn man von der anderen Seite kommt, wo dieser
Palast, diese Ecke war. Das war mit Sicherheit auch noch nicht das Ende des Spinnenthemas, oder? Oder Ameisen, entschuldigt, das sind ja keine Spinnen. Verzeihung. Aber es sieht jedenfalls nicht so aus, als würden sie wieder respawnen. Insofern bleibt das Spiel daher wenigstens mal durchschaubar. Okay, dann kommt man quasi durch den Haupteingang rein und kriegt auf die Mütze. Gut. Lump voraus. Das heißt, da können wir uns jetzt Ärger einhandeln. Das kommt mir sehr aus Joffa bekannt vor. Also entweder ist das Copy and Paste oder es bedeutet was. Wir sind jetzt auch schon ein ganzes Eckchen weg von dem Fahrstuhl. Okay, das ist die Ecke. Genau, da hinten sind wir rausgekommen vorhin. Und dann sollte man vielleicht nicht unbedingt. Über den Boden reinkommen. So, erstmal von der Anhöhe aus, ne? Diese mit Silberspray verzierten Zweige. Auch interessant. Meine Gnade. Oh, ein Fahrstuhl. Heißt diese Gnade? Schleusentor der Insel. Ach, das ist eine Schleuse, okay. Das verstehe ich. Möglich wäre auch, dass man nach Nokron mit so einem Tor kommt. Also das sind ja alles die Kristallonkels. Ist, muss ich damit runterfahren, damit er aktiviert wird einmal, oder? Moment mal, das ist aber viel tiefer, oder nicht? Wo geht's denn da hin? Das wirkt doch viel, viel tiefer als das. Okay. Wird es mich gleich umbringen, da einmal runterzufahren? Hoffentlich nicht, oder? Ich würde den ja dann sowieso runterschicken, falls wir schnell abhauen müssen.
Und dieser Erbauer, dieser Fahrstuhl, die hatten doch was gemeinsam, oder nicht? Also zumindest sind die Fahrstühle ja ähnlich. Ah ja, hier, okay. Okay, kommen wir unterhalb raus. Das hat man gesehen von oben. Gut, das mache ich auf gar keinen Fall, da jetzt rauszurennen. Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Dann schicken wir den aber runter, falls ich ihn unten brauchen könnte. Ich weiß noch nicht, was sich da hinter der Schwertspitze Nebel oder sowas noch verbirgt, ob man da rein kann, um sich kurz in Deckung zu bewegen. Dieser große Pulk da macht mir echte Sorgen. Ich habe keinen Plan, wie man die erledigen soll. Wenn ich jetzt hier irgendwie Feuer runterwerfe. Mann, dass er immer weiterläuft. Jetzt habe ich keinen mehr. Aber diesen Pulk können wir dann ja schön von hier oben erledigen, wenn ich nicht zwischendurch nochmal runterfalle. Ich muss einen Moment warten, die müssen erstmal wieder ein Stück vorlaufen. Sonst trifft das alles nicht. Ich kann es hier mal probieren. Ja, das trifft nicht. Ich sterbe da gleich, wenn ich runterfalle. Zu sein. Ich habe bisher aber noch keinen davon erledigt, ne? Eine teure Methode hier mit meinen Ressourcen. Aber ihr habt ja gesagt, ich soll mal mehr Gegenstände verwenden. Also verwenden wir mehr Gegenstände. Das macht mich so irre hier vorne an der Kante. Ich falle da bestimmt gleich runter. Aber ist jetzt der billigste Weg, diesen Pulk aufzulösen. Der wird mich sonst kristallisieren. Sag mal, das kann nicht angehen. Oh. Warum hat es eben geklappt?
Da ist noch ein großer, oder? Oh, das ist gar kein Stein. Ach du Scheiße. Mann, warum, wo zieht er denn immer hin? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich stehe in die Richtung und er wirft. Oh Mann. Nee, also irgendwie habe ich jetzt den Dreh nicht mehr raus. Haben die sich wieder geheilt oder was? Hier ein scheiß Herzinfarkt, ey. Das gibt es doch nicht. Kann man nicht irgendwie auch zielen oder so? Wie ging das denn nochmal? Oder so nicht. Nein! Nein! Scheiße! Es darf nicht wahr sein! Ich wollte doch einfach nur das Zielen ausprobieren. Jetzt ist alles wieder resettet und vor allem sind ja auch die Viecher, die spinnen wieder resettet. Ja, läuft man wieder schön eine Runde. Ach, das habe ich ja richtig verbockt. Ach, verdammt. Ach, Leute. Ja, das war wieder. Ein echter Nolden. Gut, dann müssen wir noch mal durch die Höhle. Das Gehampel hier mal hin nochmal. Oder? Probieren wir es nochmal. Also, weil es war ja eine gute Methode. Ach Gott, das darf nicht wahr sein, wirklich. Ja, läuft auch wieder sonst vorhin. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu zielen mit dem Ding. Das hat es doch vorher auch gegeben. Granaten konnte man da auch zielen, oder nicht? Oh, fuck it, ey. Ach, das bringt so überhaupt gar nichts. Okay, war ein schöner Versuch. Wieder nicht gekonnt. Gut. Ja, nicht zu ändern. Bleibt schön neugierig, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bitte, ciao.